So, dann Bastelzeit und heute kümmern wir uns mal um ein regelrechtes Luxusproblem, denn ich habe da ein Problem. Ich habe ja so einen Ender 3 als 3D-Drucker und der funktioniert so gut. Er läuft hier quasi die ganze Zeit durch und meine anderen 3D-Drucker, die ich vorher hatte, die verstauben in der Ecke. Das ist nicht gut, vor allen Dingen, weil kann man bestimmt noch benutzen, sie sind ja nicht defekt, da sind vielleicht ein paar Kleinigkeiten dran, aber die können wir nochmal recyceln. Also, gucken wir mal, was noch hier so rumsteht. Hier stehen noch, der 101 Hero war mein erster 3D-Drucker. Er druckt, aber nicht gut. Man sieht, ich habe probiert, hier mit Holzplatten und so dafür zu sorgen, dass die Hitze da drin bleibt, weil allein die Heizung für die Druckdüse ist überhaupt nicht ausreichend, das Plastik sinnvoll zu schmelzen. Deswegen, aktueller Zustand, im Prinzip noch funktionsfähig. Man müsste hier unten die Spitze nochmal reinigen, aber ansonsten funktioniert der. Hat aber für das, was ich vorhabe, nicht die nötige Ausstattung. Die Motoren sind relativ schwach, deswegen ist das, abgesehen davon, dass er irgendwie klebt, für heute keine Sache. Aber ich habe ja noch einen, und zwar probieren wir es mal mit dem hier. Oder was davon übrig ist. Das hier, das ist, wie man eventuell erkennen kann, mein, hier steht es noch nicht mal drauf, aber es ist ein CTC-Drucker i3-Klon, basierend also auf dem Prusa i3 müsste das Design hier sein. Hat lange Zeit ganz gut funktioniert. Wie man sieht, ich habe jede Menge an dem Zeug umgerüstet. Ich habe den Extruder, der hier drauf war, ersetzt gegen hier so einen externen, der dann mit Bodentube arbeitet. Das Hotend baumelt bestimmt auch noch irgendwo rum. Hier sind Teile ebenfalls ersetzt. Und im Prinzip funktionierte er relativ gut. Er hat auf jeden Fall einen sehr guten Dienst geleistet bei einem Punkt. Und zwar, ich habe eine Menge gelernt über 3D-Drucker anhand von hier dem Teil. Das kann man ihm nicht nehmen, aber hier dieses ganze Design hat ein paar Schwächen. Zum einen, er ist nicht unbedingt der stabilste. Ist alles aus Holz, nicht aus Metall. Ich hatte immer wieder Probleme mit dem Hotend selber. Das hier ist jetzt zum Beispiel eins, wo hier die Bodentube reingeht. Und ich habe immer wieder das Problem, dass sich die Tube nach oben drückt. Dann schmilzt das Plastik quasi hier drin direkt und alles verstopft. Und naja, ist alles nicht so berauschend. Aber er hat lange Zeit gedruckt. Er druckt auch heute im Prinzip noch. Momentan jetzt nicht, weil mir ist wieder die Düse zugegangen. Deswegen hatte ich angefangen, den zu zerlegen. Aber naja, seit ich angefangen habe, ihn zu zerlegen, hatte ich nicht wirklich den Bedarf, irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig zu drucken und deswegen alles immer auf den Ender geworfen. Also, ja, der hier steht jetzt so ein bisschen in der Ecke und den möchte ich dann heute ein bisschen recyceln. Heute das Ganze nur als Test, sage ich mal. Also ich baue zwar was, was man nutzen kann, aber das ist nicht das, was mein Ziel ist. Und zwar im ersten Schritt, was ich heute machen werde, ist einfach mal zu gucken, kann ich das Ding selber steuern? Kann ich irgendwie G-Code mir basteln, der das dem sagt, was er tun soll? Und zwar nicht als 3D-Drucker, sondern einfach als, nennen wir es mal, Stiftplotter oder sowas. Das heißt, ich werde hier versuchen, irgendwie einen Stift dran zu machen und werde dann, oder ihr seht es eventuell schon, ich habe schon angefangen, ich musste nochmal neu aufnehmen, weil dummerweise die Aufnahme kaputt war. Aber nevertheless, ich möchte oder habe das Ding hier auf Stiftplotterbetrieb umgebaut, also ein Stift hier vorne dran und dann unten drunter das Bett entsprechend so bewegen, also Bett und hier die X-Achse, sodass er da zum Beispiel auf dem Blatt Papier etwas zeichnet. Das ist das, was wir heute vorhaben. Dafür gibt es zum einen hier eine Menge umzubauen, ihr seht ja schon, ist schon einiges auseinander. Zum anderen aber auch ein bisschen was an Software zu machen. Das habe ich die Befürchtung, ist das größere Problem, denn ich muss irgendwie etwas, was ich zeichne, umwandeln in etwas an G-Code, was dieser Drucker hier oder das Mainboard, was hier irgendwo noch so ein bisschen rumhängt, ist ein Standard RAMS, was der dann versteht. Generell sollte das eigentlich funktionieren, weil der G-Code, der hier drauf läuft, der ist nicht unbedingt so komplex. Da sind im Prinzip nur Befehle, wo gesagt wird, beweg dich dahin, beweg dich dahin, beweg dich dahin. Müssen wir nur passend übersetzen. Das muss ich mal angucken. Wie gesagt, heute geht es darum, Dinge zu malen. Abschließend habe ich damit ein bisschen was anderes vor. Und jeder, der sich mit 3D-Druckern auskennt, wird jetzt wahrscheinlich anfangen zu weinen. Denn dafür sind die Dinger nicht gebaut, aber Platinen.
Ich habe hier zum Beispiel solche Prototypen und die kann man relativ günstig aktuell bestellen. Und es gibt meistens dann so Preise für gewisse Panelgrößen. Das hier ist zum Beispiel Pi mal Daumen 10x10. Das ist die günstigste Sache, aber meine Boards sind meistens kleiner und deswegen ist hier drauf, seht ihr eventuell so Linien, hier sind mehrere Designs drauf. Das sind im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Platinen, die aber hier auf einer sind. Ist in der Herstellung günstig, aber wenn ich das fräsen lassen möchte, sodass ich wirklich einzelne Platinen habe vom Hersteller, kostet eine Menge Geld und ja, bisher mache ich es immer per Hand. Was ich probieren möchte, ist am Ende hier den so umzubauen, dass hier irgendetwas drauf sitzt, was schneiden kann und mir die Platinen hier automatisch zerlegen kann, sodass ich da eventuell etwas genauere Ergebnisse bekomme als meine groben Sägetechniken. Ich bin vielleicht nicht da unbedingt der geeignetste Mensch, für sowas gerade auszusägen. Die Maschine dürfte eher gerade hinzubekommen sein. Muss man natürlich gucken, das wird nicht genau sein. Ich weiß es, weil, naja, also der hat schon im 3D-Betrieb eine Menge Wackeln. Und jetzt, wenn jetzt quasi noch Last seitlich draufkommt, ich meine, wenn wir was schneiden, dann haben wir hier irgendwo was, nehmen wir mal hier einen Schraubenzieher, wenn wir da schneiden, dann drücken wir ja quasi gegen das Kupfer. Das heißt, das Ganze biegt sich so, was im 3D-Druck eigentlich gar nicht vorkommt. Deswegen ist ja auch nichts dafür ausgelegt. Aber ich hoffe einfach, wenn ich langsam genug mache, wenn ich entsprechend nicht zu tief reinfahre und so weiter, dass das genau genug ist, um sowas auseinanderzusäbeln. Ihr seht, ich habe hier auch mehrere Millimeter Luft gelassen. Also ich kann es per Hand sägen, dann wird die Maschine das definitiv auch können. Aua, meine Ohren. Aber das, wie gesagt, gucken wir uns ein anderes Mal an. Heute soll es erstmal darum gehen, das Ding hier zum Zeichnen zu bringen. Und ja, ich würde mal sagen, dafür gehen wir dann jetzt mal auf die ursprüngliche Maschine und gucken uns an, wie man das machen kann. Das Glas schon mal weg. Sieht hier drauf auf die Platte, das ist leider die Grundplatte. Ich glaube, wir holen dann sogar die untere, dann können wir das komplette Heatbed abmachen. Dann liegt uns das nicht in den Füßen. Das lässt sich ja dann auch wieder schnell draufschrauben. Wenn das Ding hier doch nochmal 3D-Drucker spielen soll, ich bevorzuge es eigentlich bei Umbauten, das möglichst so zu machen, dass es ja, quasi modular ist, respektive sich schnell wieder ändern lässt. Jedenfalls, wenn ich nicht sicher bin, ob es eine dauerhafte Sache ist, denn ja, bis jetzt weiß ich halt noch nicht, ob meine Idee, das Ding hier als Platinenfräse zu nutzen, überhaupt am Ende klappt. Damit haben wir eine reine Plattform, die wir bewegen können. Ah, Mist, hier sind aber die Schraubköpfe drauf. Das ist nicht schön. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach ein Holz drauf machen. Ah, mal gucken. Im Zweifelsfall kann ich ja den Mechanismus hier beibehalten und baue mir irgendwie ein Holz, wo ich die Schrauben wieder durchmachen kann und dann die Federn auch wieder drauf setze. Wir haben hier eine Sektion, die ist relativ flach. Stift haben wir schon mal. Passt der hier durch? Perfekt. So, das heißt, wir machen hier einfach mal den Stift rein und versuchen dann den 3D-Drucker als Pinblotter hier zu benutzen. Brauchen wir noch ein Blatt Papier und ein bisschen Software. Okay, ich habe das Ding mal gehomed. Im Moment berührt er hier noch nicht. Was ich aber noch machen muss, wir haben hier zwei Achsen für Z oder zwei Motoren. Wir müssen gucken, dass wir hier jeweils den gleichen Abstand haben. Das heißt, wo ist mein Messdingensen hin? So, das ist jetzt jedenfalls davon ausgehend, dass der Rest passt, denn ihr seht schon, das sind unterschiedliche Bauteile. Hier auf der Seite war mal das Original kaputt gegangen in Schwarz und ich habe es mir einfach neu gedruckt. Ich hoffe einfach mal, dass die Größe dieselbe ist. Aber na, das müsste eigentlich. Und machen das in Hardware, ergo ich drehe den Stift runter, bis da so das Papier berührt. Okay, müsste passen. Repair, Auto Home, der müsste jetzt hochfahren, auf Seite fahren und so weit runtergehen, dass wir quasi das Bett berühren. Und gucken dann, wo wir anfangen können hier mit dem Zeichnen. Dazu gehen wir erstmal mit Z so ein paar Millimeter nach oben. Zack. Ja, das müsste ausreichen. Und dann gucken wir mal mit Y, wo wir hin müssen.
Da können wir, denke ich, anfangen zu zeichnen. Das wäre 70. Und wie weit können wir zeichnen? Mit X. 70, 80, 70, 80 und 160. Okay, das sind also unsere Werte. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen die Softwareseite an. Und ich habe eben ja schon gesagt, das Ganze, was wir hier machen, basiert auf sogenanntem G-Code. Wenn wir die Wikipedia fragen, die sagt uns dann, dass G-Code auch als RS-274 bekannt ist und ja, hauptsächlich für CNC-Maschinen benutzt wird, also industrielle Fertigung. Macht Sinn, ein 3D-Drucker ist ja quasi nichts anderes. Die schöne Sache ist, naja, G-Code, das stammt so aus den 1950ern und das hat für uns einen großen Vorteil, das Zeug ist nämlich noch simpel und verständlich. Wenn man hier drüber scrollt, sieht das zwar erstmal nicht so aus, aber glücklicherweise können wir das relativ schnell eindampfen. Und das können wir auch noch besser machen, indem wir hier unter marlin.org gucken oder marlinfirmware.org. Das ist die Firmware, die auf meinem Drucker installiert ist, also das Ganze, was den Drucker wirklich antreibt. Hier sehen wir schon, die Liste hat auch noch schön dabei, was macht. Im Prinzip können wir das aber noch viel einfacher machen, indem wir nämlich einfach uns nur G0 und G1 angucken, weil fast die komplette Druckdatei wird am Ende aus G0 und G1 bestehen. Das sind nämlich lineare Bewegungen. Grob gesagt, G0 ist eine schnelle Bewegung, beim 3D-Druck meistens, wenn man gerade nicht druckt und einfach nur den Kopf woanders haben will. G1 ist üblicherweise eine langsame Bewegung, also zum Beispiel irgendwo, wo wir bei 3D-Druck was drucken. Das Ganze nimmt dann Argumente, wenn wir hier gucken. E, F, X, Y und Z. Das sind die Sachen, die wir bei G0 und G1 jeweils mitgeben können. E ist der Extruder, wie viel Filament, also Plastik, beim 3D-Druck rauskommen soll. Ist für uns komplett irrelevant, denn naja, wir haben keinen Extruder. Der Motor ist abgeklemmt. Das heißt, was hier drin steht, ist für uns wurscht. Das nächste ist F, die Feed Rate. Das ist die Geschwindigkeit, wie schnell sich die Motoren bewegen sollen. Das kann man natürlich nicht unendlich setzen. Da gibt es auch irgendwo Hardware-Limits. Der geht dann automatisch runter. Aber hier können wir grob gesagt direkt sagen, okay, fahr mal bitte langsamer als eigentlich üblich oder eben auch schneller, je nachdem, was wir haben wollen. Ein X, Y und Z, das ist entsprechend, wenn wir hier gucken, die Koordinate auf der X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Heißt was? Naja, Z ist hoch runter, Y ist vor zurück, X ist links rechts und Koordinate heißt hier in dem Fall einfach Millimeter. Können wir auch hier unten uns einfach angucken bei den Examples, wenn wir zum Beispiel sagen G0, X12, dann heißt das, G0, es ist eine schnelle Bewegung und X12 sind 12 Millimeter auf der Rechts-Links-Achse, und zwar vom Nullpunkt. Bei meinem Drucker haben wir ja eben ja gesehen, der Home-Position ist ganz links und von diesem Startpunkt aus geht da 12 mm dann nach rechts. Das nächste würde jetzt hier die Geschwindigkeit setzen, und zwar auf 1500 mm pro Minute. Ist eine seltsame Maßeinheit, aber ist für uns auch relativ egal, weil ob wir jetzt langsam oder schnell malen, ist erstmal nicht so relevant. Erstmal muss er überhaupt malen. Das nächste, G1, ist ein langsamer Druck und wir sehen, hier können wir auch Kommazahlen benutzen, 90,6 und Y-Achse 13,8. Er würde jetzt also quasi diagonal fahren, bis er diese Position hier erreicht. Diese Angaben hier, die sind auch immer absolut, das heißt, die sind immer ausgehend von, in meinem Druckerfall, von links vorne. Das heißt also, wenn wir jetzt hier sagen X12 und in der nächsten Zeile sagen wir X10, dann würde entsprechend 2 mm nach links fahren auf der X-Achse. Es gibt auch Möglichkeiten, das relativ zu machen, dass man sagt, okay, 2 mm vor, 2 mm zurück, aber üblich ist eher das hier. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwo so G-Code überhaupt mal herbekommen. Und normalerweise benutzt man dafür einen Slicer. Ich zum Beispiel üblicherweise Prusa Slicer, aber naja, die Dinger sind halt für 3D-Druck gebaut. Das heißt, ja, zum einen, ich kann nicht ganz so viel einstellen, was für mich jetzt interessant ist. Und zum zweiten, wenn wir hier was hinzufügen wollen, naja, wir können STL, OBJ, AMF, XML, 3MF und Prusa-Dateien hinzufügen. Aber wenn ich was wählen möchte, dann sind das meistens ja irgendwelche Bild- oder Vektordateien und die haben nicht diese Formate. Also, die Software hier ist für uns jetzt in dem Fall als Penplotter eigentlich nicht gedacht.
Etwas besser ist es, wenn wir Cura benutzen. Da haben wir nämlich den Vorteil, dass hier unter anderem halt auch ein paar Bildformate, also BMP, PNG und sowas unterstützt wird. Das heißt also, wir können zumindest Bilder reinladen und die dann mehr oder weniger da übersetzen. Aber, naja, standardmäßig werden die in Höheneinheiten übersetzt. Das heißt also, unterschiedliche Farben sind unterschiedlich hoch. Mit einem Stift haben wir kein unterschiedlich hoch. Ist also auch eher suboptimal. Die für mich sinnvollste Lösung ist dann am Ende Inkscape. Inkscape selber kann ich hier jetzt nicht nochmal erklären, das würde den Rahmen sprengen. Oben habt ihr einen Link zu einem alten Video von mir. Aber da das hier Vektorgrafiken sind und das eventuell nicht jedem im Begriff ist, kurzer Unterschied, Vektorgrafik gegen Pixelgrafik. Eine Pixelgrafik, das sind die Fotos, die ihr so im Internet findet. Da ist hinterlegt, ja, oben links ist rot, daneben ist blau, daneben ist grün oder sowas. Bei Vektorgrafiken, da gibt es keine Pixel in dem Sinne oder irgendwelche Bildpunkte, sondern hier ist nur die Info, ich habe eine Linie, die startet da und die hört hier auf. Und eventuell dann noch so ein paar Parameter, welche Farbe hat die Linie oder auch so Sachen wie, was haben wir hier für eine Breite. Und ja, diese Informationen, die haben zwei Vorteile. Zum einen, sie sind relativ klein, weil hier steht wirklich nur in der Datei am Ende von da bis da eine Linie in der Farbe. Und zum zweiten, egal wie weit wir ranzoomen, wir haben immer noch scharfe Kanten. Das ist zumindest von der grafischen Ecke der große Vorteil. Für uns haben wir jetzt noch einen anderen Vorteil. Wenn wir wissen, es ist eine Linie von da nach da, dann wissen wir auch, der Drucker muss eine Linie von da nach da zeichnen. Deswegen bin ich hiermit hingegangen, habe erstmal mein Logo geholt. Und das hier ist eine Variante von meinem Logo, die wirklich nur aus Linien besteht. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist wirklich so eine Linie. Wir können hier zum Beispiel mal eine rausholen. Das hier ist zum Beispiel so eine Linie, die fängt dann irgendwo, was weiß ich, wo an. Wo fängt sie denn an? Ich meine, hier müsste sie anfangen, geht dann hier so rund. Ihr seht, hier kann man auch Rundungen entsprechend reinmachen. Da steht dann einfach nur drin, okay, pass mal auf, so weit ist das rund gezogen. Und so geht die Linie entsprechend dann weiter. Hier unten rum, einmal über die Spitze, hier so rum, hier die Ecke nach außen, hier runter, hier hoch und dann entsprechend hier so wieder gerundet zurück und hier hört die Linie auf. Und durch mehrere von den Linien stellt sich dann hier entsprechend mein Logo zusammen. Das Ganze dabei wirklich Linien, da ist nichts ausgefüllt, da sind keine ausgefüllten Flächen, also ich könnte auch sagen, okay, füll das mal bitte irgendwie mit einer Farbe. Das habe ich hier nicht genutzt, das ist auch besser so, denn naja, wir können eigentlich nur Linien malen, ausfüllen ist da schlecht. Wenn wir jetzt die Terminologie von Inkscape benutzen, dann heißt das nicht Linie, sondern das heißt Pfad. Das muss also das Logo am Ende sein, meins ist es schon, deswegen können wir das 1:1 so benutzen. So, das müssen wir jetzt aber irgendwie hinbekommen, dass das hier entsprechend auf unserem G-Code rauskommt. Was braucht man denn da für eine Software? Nun, gar keine, denn glücklicherweise gibt es fertig darin ein G-Code-Werkzeug. Und ja, damit ist alles schon quasi für uns vorbereitet. Wir müssen nur hier reingehen, müssen sagen, Pfad zu G-Code. Im Prinzip, alles was hier drin steht, sollte großteils schon mal richtig sein. Es gibt ein paar Einstellungen, die ich ändere. Zum einen gehen wir hier mal auf Einstellungen. Hier ist nämlich der Dateiname, wo das Ding hin soll und das Verzeichnis. Das müssen wir natürlich richtig angeben erstmal. Das heißt, ich hole jetzt mal CTMP, bin gerade auf einer Windows-Kiste, weil die andere ist immer noch kaputt. Und NGC, ne, die nennen wir G-Code, Output.gcode. Maßeinheit Millimeter, passt. Die Sicherheitshöhe ist jetzt hier mit 5 mm. Da können wir im Prinzip sagen, wie viel soll er hochheben, wenn er gerade nichts zeichnet. Optionen ist eigentlich nichts für uns relevant. Und was ich bei Pfad zu G-Code noch mache, ist hier dieses Sortiere Pfade, um schnelle Entfernung zu reduzieren. Das heißt, wenn er jetzt, wir hatten eben ja hier die Linie, die hört hier auf. Das heißt, wenn er die gezeichnet hat, würde er jetzt wahrscheinlich diese Linie hier als nächstes zeichnen, die wir hier haben. Einfach weil die am nächsten dran ist. So, wenn wir jetzt auf Anwenden klicken, dann wird das Ding erstmal mit uns ein bisschen sauer wahrscheinlich. Sehen, Fortschrittsbalken, kann einen Moment dauern. Aber jetzt haben wir hier im Hintergrund dieses Achtung, das aufgerufene Skript hat Daten übergeben. Keine Fehlermeldung, aber Hinweise oder unbrauchbares Resultat. Und zwar, die Orientierungspunkte wurden nicht definiert. Standardset wurde automatisch hinzugefügt. Und keine Pfade ausgewählt, versuche an allen verfügbaren Pfaden zu arbeiten. So. Ach ja, und Schnittwerkzeug ist noch nicht definiert.
Gehen wir mal von unten nach oben durch. Keine Pfade ausgewählt. Klar, ich habe nicht ausgewählt, was er tun soll, deswegen benutzt er jetzt alles hier auf dem Bild. Ist ja auch das, was ich haben möchte. Das nächste, kein Schnittwerkzeug definiert oder noch nicht definiert, ist für uns nicht relevant. Wir haben kein Schnittwerkzeug. Uns geht es ja nur darum, die Bewegungsdaten am Schluss zu haben. Von daher können wir es ignorieren. Ganz so ignorieren können wir das nächste nicht. Orientierungspunkte wurden nicht gefunden. Naja, wir haben hier zwar eine schöne Grafik, aber er weiß noch nicht, wo soll das überhaupt hin auf dem entsprechenden 3D-Drucker. Also wie viel Millimeter und vor allen Dingen, wie groß ist denn jetzt überhaupt hier das Feld? Das ist nirgendwo definiert. Er hat uns jetzt hier ein paar Punkte hinzugefügt. Die sehen wir gleich, wenn wir hier OK sagen und den fertig machen lassen. Und an denen müssen wir uns dann orientieren. Wenn wir jetzt sehen, hier hat sich schon eine Menge geändert. Zum einen, wir sehen, hier sind jetzt überall Richtungspfeile dran. Das heißt, wir sehen schon mal, in welche Richtung das Ganze fährt. Das nächste ist, wir haben hier entsprechend, wo er versucht, dann irgendwie die Rundungen so ein bisschen nachzubilden. Das sehen wir auch, dass das ein bisschen anders gefärbt ist und anders aufgebaut ist. Und was hinzugekommen ist, sind hier unten die beiden Pfeile. Wenn wir rauszoomen, haben wir auch noch unser Default-Tool, was er jetzt automatisch generiert hat. Da haben wir sowas wie die Feedrate unter anderem eingestellt mit hier 400. Ist also relativ langsam, aber nee, für uns jetzt erstmal nicht relevant. Wir wollen ja nur was zeichnen. Für uns jetzt relevant ist, dass das hier der Nullpunkt ist. Das ist also wirklich dieses 0,0 unten links auf unserem Drucker. Und das hier, das ist die X-Achse nach rechts 10 cm. So, wir haben eben irgendwas, glaube ich, gemessen mit 80. Das heißt, ich kralle mir das jetzt einfach hier alles, bis auf das hier natürlich. Und ziehe das kleiner, bis wir so auf 80 sind. Praktischerweise, wenn wir hier mal oben auf die Breite gucken, der hat jetzt hier Pixel auf Millimeter quasi umgerechnet. Das heißt, wir können jetzt hier auch einfach das so lange schieben, bis dass wir hier oben bei der Breite unsere 80 haben. Oder was das war, ich gucke gleich nochmal genauer nach. Das heißt also, ja, so können wir uns da hier unsere Größe machen. Und das gilt natürlich auch für die Position. Das heißt, ich darf ja nicht ganz links drucken, muss ein bisschen hoch. Das heißt, ich kann den hier so mir passend hinschieben an die XY-Position, wo er dann unten links anfangen soll mit der Zeichnung. Wenn ich das gemacht habe, muss ich jetzt natürlich das Ganze nochmal wiederholen. Ich markiere das jetzt und führe dieses G-Code-Werkzeug, fahre zu G-Code nochmal aus, sodass er diese Datei hier wieder neu generiert mit den neuen Positionen. Gehen wir gerade nochmal auf Anwenden, dauert einen kleinen Moment wieder. Und wir sehen, er ist jetzt fertig, hat diesmal keine Fehlermeldungen, weil er hat ja jetzt alles angelegt gehabt beim letzten Mal. Und ja, im Prinzip müssten wir jetzt unsere Datei haben. Gehen wir uns die mal anschauen. So, und ich habe die jetzt hier mal geladen. Der hat sie nicht Output.gcode genannt, sondern er hat sie durchnummeriert. Das heißt, unser erster Versuch war die Output 0001gcode, meine ich, dann 002. Müsst ihr anschauen, was die letzte ist vom Datum her, die dann für euch relevant ist. Und wenn wir jetzt gucken, er hat jetzt hier entsprechend ein paar Befehle. Da könnten wir jetzt überall nachgucken, zum Beispiel hier M3. Heißt jetzt in dem Fall hier, dass er einen Spindle oder einen Laser einschaltet. Haben wir nicht, wird ignoriert. G21 setzt das Ganze auf Millimeter. So, macht Sinn, wir wollen vernünftige Maßeinheiten. Und jetzt sehen wir hier G00Z5. Das heißt, er fährt jetzt von der Nullposition die Z-Achse 5 mm nach oben. Damit sind wir natürlich weit, weit weg von unserem Papier, ist also überhaupt kein Problem. Als nächstes G0X83, ihr seht sehr genau, und die Y, das heißt, damit wird die erste Position angefahren. Als nächstes geht er mit der Z-Achse hier auf minus 0,125 mm, das heißt, er geht sogar ein bisschen unter den Nullpunkt. Das ist eigentlich etwas, was man nicht haben möchte, weil zumindest bei manchen Druckerdesigns macht ihr da Dinge kaputt. Gerade so den Z-Endstop, den drückt ihr halt ein bisschen über das hinaus, wo der Druckpunkt ist. Bei mir geht das. Ich habe einen Z-Schalter, der hat ein bisschen so Feder draußen. Wenn ich den irgendwie 0,1, 0,2 mm weiter drücke, macht das nichts aus. Und da mein Stift gefedert gelagert ist, ist auch das okay. Wir sehen jetzt, er zeichnet jetzt hier entsprechend eine Linie offensichtlich, geht danach wieder hoch und so weiter und so fort. Wenn euch das nicht passt, dann kann man es entweder in Inkscape versuchen, die richtige Einstellung zu finden, oder man öffnet es einfach in Texteditor und ersetzt das dann hier passend gegen die entsprechende Höhe, die man haben will, zum Beispiel 1,125. Alle ersetzen und hier 213 Vorkommen ersetzt. Jetzt hätten wir die neue Höhe hier, uppala, drin, aber bitte nicht Minus, Plus bitte. Sonst geht das schief.
Also da das Text ist halt alles sehr einfach zu bearbeiten. Wenn wir durchgucken, G0, G1 und oh, er benutzt sogar G3 für die Kreise. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wie ihr seht, G0, G1 und G3 ist so ziemlich das Einzige, was hier drin ist. Alles andere sind nur noch Kommentare, die hier drin stehen. Also ja, im Prinzip, wie ich euch eben erklärt habe, dass er da im Prinzip die ganzen Sachen nur noch mit hier solchen wenigen Kommandos da abarbeitet. Und nur am Anfang und am Ende sind ein paar Sondersachen dabei, so schalte Laser ein, aus oder so, was für uns halt nicht relevant ist und unser Board einfach ignoriert. So, wie das am Ende aussieht, das können wir uns auch anschauen. Das geht am besten über Cura. Der kann nämlich G-Code-Dateien direkt laden. Und wenn wir jetzt hier den Slider machen, dann können wir hier sehen, wo er denn so lang fahren würde. Da können wir schon grob erahnen, dass er hier entsprechend dahin zeichnet. Okay, das sieht für mich jetzt schon mal soweit okay aus. Ich gehe jetzt nochmal durch, mache die Größen richtig und entsprechend auch die Abstände, sodass wir da auf unserem Blatt Papier sehen, was wir eben dahin geklebt haben. Und dann versuchen wir das einfach mal zu drucken. Zum Drucken nutze ich im Übrigen nicht Cura, sondern die Software Prontaface. Das ist relativ einfach. Man wählt den COM-Port und die Geschwindigkeit aus, klickt Connect, wenn der Drucker angeschlossen ist, kann dann hier über Load-File die G-Code-Datei laden und entsprechend dann einfach nur Print drücken. Dann schickt er die Daten, die Rohdaten aus dem G-Code nach und nach passend an den Drucker. Normalerweise visualisiert er auch, was er tut, aber dadurch, dass der da ja quasi nur eine Schicht hat, zeigt er das hier leider nicht an. Und kurzer Kommentar aus der Zukunft. Ich habe leider gerade erst beim Schnitt gesehen, dass das Bild nicht mit dem Code zusammenpasst. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nicht der G-Code, den ich über Inkscape so generiert hatte. Das war noch einer der früheren Versuche. Insbesondere sind da teilweise noch Versuche drin zu schraffieren und ich habe die Anhebehöhe falsch konfiguriert, diese Z-Achse. Das heißt, er malt jetzt leider auch da, wo er eigentlich nichts malen soll, sondern nur sich bewegen soll. Also nicht wundern, wenn da jetzt das nicht ganz mit dem, was ihr gerade gesehen habt, übereinstimmt. Habe ich dann später korrigiert. Okay, reagieren auf meine Befehle tut er schon mal. Mal gucken, was er daraus macht. Ja. Gut, ich hätte noch Z-Hop einstellen sollen. Okay, Project ended. Man kann sehen, es ist was zu erkennen. Also, was wir sehen, am Anfang war hier auf jeden Fall die Nase oder die Spitze vom Bleistift nicht weit genug unten, deswegen hat es nicht direkt gemalt. Prinzipiell danach aber, wir haben hier auf jeden Fall den Teil von unserem Lötkolben, den wir haben wollten. Den hat er ganz gut gemalt. Selbst hier dieses Ausschraffieren, sage ich mal, hat funktioniert. Was wir gesehen haben, sind zwei Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Nummer eins, naja, ich hatte kein Z-Hop angemacht. Das heißt, ja, normalerweise bestimmt der Drucker ja, wo was hinkommt und wo nicht, dadurch, dass er den Extruder anmacht oder ausmacht. Was natürlich bei einem Stift, der ständig unten ist, nicht funktioniert. Man müsste Z-Hop einstellen, das heißt, dass wenn er nicht druckt, er den ganzen Wagen nach oben fährt und danach wieder runterlässt. Gut, habe ich nicht bedacht, ist aber machbar. Und das zweite ist, naja, der Stift wackelt, wie wir hier unschwer erkennen können. Das heißt also, wenn wir einen Richtungswechsel machen, dann haut der Stift natürlich auch mit ab. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt nur hin hier dieses Loch da reingesteckt habe und das entsprechend nicht dafür gedacht ist, das groß zu halten. Da müsste man hier oben noch eine zweite Arretierung haben, um das Ganze dann schön festzuhalten. Aber das prinzipielle Konzept scheint schon mal zu gehen. Das heißt also, meine Idee, das Ding zu steuern, einfach mit G-Codes, die dürfte funktionieren und der Rest, den kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Die Richtung stimmt schon mal. Aber im ersten Schritt geht es ja mal darum, dass das Ding sauber malen kann und ich habe dann erstmal ein bisschen mit dem Stift rum experimentiert. Bin von hier dem Bleistift auf einen Kugelschreiber gewechselt, einfach weil der sich nicht abnutzt. Das heißt, die Höhe sollte halbwegs konstant sein. So meine Idee. Hab auch den dann mal hier eingeklemmt und ja, der hier ist offensichtlich glasfaserpowered. Hab mir irgendeinen alten SFP, so einen Glasfaserkonverter aus dem Netzwerk geholt, um den ein bisschen zu verkanten, sodass er nicht rutschen kann. Und naja, es ist auf jeden Fall schon mal etwas, was malt. Soweit, so gut.
Leider aber auch nur beim ersten Test, denn naja, nachdem ich versucht habe, was zu malen, nicht ganz. Man sieht, dass das offensichtlich nicht ganz sauber funktioniert. Da sind unterschiedliche Höhen offensichtlich in der Platine oder in dem ganzen Mechanismus. Und der sorgt dafür, dass er manchmal mahnt, manchmal nicht. Aber ein bisschen was habe ich ja noch in der Hinterhand. Beim Malen ist es ja nicht von der Höhe im Prinzip egal, was ich da mache. Das heißt, ich werde den Stift einfach ein bisschen gummigelagert hier reinmachen. Ihr seht, wie ich das hier gemacht habe. Habe unten einfach eine Spitze von einem Kugelschreiber reingemacht, mit einer Mutter entsprechend befestigt. Dann von oben die Mine rein und die Mine, die hängt hier an so einem Stückchen Gummizug, der das Ganze dann quasi nach unten drückt. Das heißt, wenn die Mine unten aufkommt, dann drückt die sich einfach nach oben weg. Das heißt, ich kann einfach die Z-Achse ein bisschen tiefer stellen, als notwendig ist, und ja, die Feder oder dieses Gummi gleicht dann alle Unebenheiten aus. Und was soll ich sagen, das funktioniert schon mal sehr viel besser. Wir sehen, die Striche sind schön einheitlich und vor allen Dingen auch relativ genau, dadurch, dass er unten nicht mehr wackeln kann. Ich müsste noch ein bisschen meinen Code optimieren, der hebt im Moment relativ weit an. Das verlangsamt das Ganze natürlich jetzt entsprechend. Aber von der Qualität her kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Auch wenn man hier mal bei den kleineren Sachen guckt, die dann im Stecker drin sind. Die sind schon relativ genau und selbst so kleine Pünktchen oder sowas, die kann man alle noch erkennen. Also ja, Bildqualität ist auf jeden Fall gegeben. Und ich würde sagen, so als Plotter für Stifte oder so ist das schon ja relativ optimal. Also viel besser hätte ich es mir das auch nicht vorgestellt. Ob das am Ende dann auch, wenn ich den als Fräse oder so nutzen möchte, so funktioniert, wage ich noch zu bezweifeln. Da muss ich mir noch was ausdenken, weil da ist halt nichts mit gefederter Lagerung oder so. Da muss ich halt schon relativ genau die Sachen anfahren. Mal gucken, im Zweifelsfall mehrere Pässe und die Unebenheiten fräsen sich schon mit der Zeit weg. Aber wir sehen, das Logo kommt auf jeden Fall einwandfrei raus. So, also gucken wir noch ein bisschen nach der Software. Vielleicht können wir da ja noch ein paar andere Motive auch machen, denn das hier war ja jetzt mehr oder weniger speziell dafür gezeichnet. Mal gucken, ob wir auch irgendwas, was fertig ist, dann holen können. So, für das nächste Motiv und alle folgenden habe ich mir hier schon so eine Vorlage gebastelt. Und zwar kann man hier oben, wenn man aufs Lineal klickt und runterzieht, sich hier solche Hilfslinien bauen. Und ich habe mir einfach eingezeichnet, das hier, das ist der Bereich, in den ich nutzen kann. Das ist das, wo ich üblicherweise mein Papier kleben habe, wo nichts im Weg ist. Dann habe ich da so eine kleine Vorlage. Habe auch schon entsprechend hier unten die Sachen drin und auch das Werkzeug, das alles vorkonfiguriert. Und ja, das sollte schon mal dafür passen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Motiv und ich werde hier wieder auf eine Vektorgrafik gehen, und zwar ja, das Logo vom lokalen Hackerspace. Das sind alles schon entsprechende Linien. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Linien außenrum eingeschaltet, dass ich die auch sehe, wenn ich jetzt den schwarzen Hintergrund wegmache, und dann das Ganze passend verkleinert und entsprechend hier in das Ding rein eingepasst, schön mittig. Und zur Sicherheit, da ich nicht wusste, wie das Ganze ursprünglich gemacht wurde oder wie das überhaupt am Ende funktioniert, bin ich hingegangen, habe es nochmal markiert und dann gesagt, Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Damit kann ich sicher sein, dass es wirklich Pfade sind. Und jetzt können wir hier das Übliche machen, G-Code-Werkzeug und was war das, Pfad zu G-Code. Einstellungen können wir alle beibehalten, einmal anwenden. Gibt jetzt hier ein paar Fehler, weil irgendwie ein Pfad nicht auf der Wurzelebene ist, aber wenn wir das durchlaufen lassen, sehen wir, hier sind überall Pfeile dran. Also zumindest das, was im Logo drin war, scheint er auch genommen zu haben. Das sollte also eigentlich passen. Gut, gehen wir mal rüber zum Drucker und gucken, und ja, ich glaube, das kann man ganz gut so stehen lassen. Alles sehr schön gezeichnet und es sieht super aus. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass er viel mehr rechts, links, hoch, runter wackelt vom Stift her und entsprechend das nicht ganz so sauber ist. Aber selbst da, wo wir jetzt zum Beispiel bei den Buchstaben oder unten bei den Flächen einen Start- und Endpunkt aufeinandertreffen haben, da ist quasi nicht zu sehen, dass da ein wirklicher Ansatz ist. Also es ist schon sehr, sehr genau. Last but not least holen wir etwas, was nicht ganz so schön ist. Und zwar, wenn wir hier das holen. Das dürfte wohl jedem Begriff sein, das gute alte Trollface. Prinzipiell ist das jetzt zwar auch eine Vektorgrafik, aber es ist halt keine Liniengrafik. Das heißt, wenn wir hier drauf gucken, das sind ja teilweise wirklich schwarze Flächen.
Und das ist leider nur sehr schwer möglich, automatisch umzuwandeln. Ich meine, wir können auch hier hingehen und sagen, bitte Pfad in euer Objekt in Pfad umwandeln. Und ja, das macht er auch einwandfrei. Allerdings, ja, wenn wir das exportieren und dann drucken, ich meine, er druckt's, ja. Es ist erkennbar, ja, aber er hat jetzt quasi nur ja, die Außenkonturen quasi von den gefüllten Bereichen geholt und malt die jetzt entsprechend. Das ist nicht unbedingt das, was ich vorhatte, aber nee, man kann es erkennen. Da kann man jetzt mit Sicherheit mit Software noch irgendwas machen, dass man da versucht, irgendwas Schraffieren reinzubringen. Das kann man bestimmt sogar schon über die Einstellungen von Inkscape hinkriegen, ohne dass man da noch selber ein Skript für schreiben muss. Aber wie gesagt, ich möchte am Ende damit ohnehin irgendwie Linien fräsen. Von daher ist mir das wurscht. Ich lasse das jetzt entsprechend hier so. Da werde ich mich jetzt nicht noch weiter reinarbeiten. Ja, inzwischen habe ich ein paar von den Motiven mal gedruckt und ich muss sagen, ja, ich bin ganz zufrieden damit. Also der Drucker selber, der funktioniert recht zuverlässig und konstant. Ich hatte jetzt keine wirklichen Probleme damit. Und vor allen Dingen, was für mich so das Wichtigere ist, die komplette Softwareansteuerseite, die funktioniert auch so, wie ich mir das vorgestellt habe und vor allen Dingen deutlich einfacher, als ich es befürchtet hatte. Ich habe eigentlich schon so ein bisschen vermutet, dass ich da Dutzende Skripts selber schreiben muss, um mir da Dinge hin und her zu exportieren, aber ganz ehrlich, der G-Code-Export von Inkscape funktioniert relativ zuverlässig. Ich habe ab und zu im Texteditor dann noch die Höhen geändert, die Geschwindigkeiten, solche Sachen. Aber die eigentlichen Bewegungen und Positionsdaten, die kommen recht gut da raus. Und naja, vom Board jetzt da in eine SVG rüber zu gehen, das klingt jetzt nicht so wirklich schwer, wenn ich dann später das Ding wirklich mal fräsen möchte. Wie auch immer, der Umbau, der ist auf jeden Fall geglückt. Das kann man definitiv so einstufen. Und ja, ich lasse euch jetzt dann hier mit diesen wunderschönen Druckgeräuschen alleine, denn offensichtlich tut das Ganze, was es soll.